Gut, das ist gut zu wissen, denn dann ist unser Reporter Oliver Köhler auch nicht unterversichert. Der ist nämlich jetzt auf der Kartbahn Kirchlengern. Die Rennautos da schaffen immerhin 80 Kilometer die Stunde, wenn man nicht vorher irgendwo gegendonnert. Deshalb trotzdem auch ohne Versicherung auf Nummer sicher mit Helm Oliver Köhler. Ohne Helm läuft hier gar nichts auf der Kartbahn. Safety first. Sicherheit wird also ganz, ganz groß geschrieben. Und ich darf mit meiner Startnummer 1 mal kurz in die Kamera winken, damit Sie mich auch zu Hause erkennen mit meinem Helm hier in diesem ganzen Rennpulk. Ich darf mit meiner Startnummer 1 vorne wegfahren, werde jetzt aber auch schon überholt. Das ist ein irres Gefühl hier, die Direktlenkung zu spüren. Das geht richtig in die Oberarme und mit dem Gesäß quasi über den Asphalt zu schlindern, zu schlurren. Und ich darf in die Boxengasse fahren, denn mit den Cracks will ich mich im Moment zumindest noch nicht anlegen. Das ist eine herrliche Sache hier in Kirchlengern. Helm einfach mal ab. Die Frisur sitzt und schon sind wir da und können zeigen, was die Jungs da hinten alle drauf haben. Das ist eine 610 Meter lange Strecke mit 10 Kurven, 3 Spitzkehren. Und da muss man schon sein ganzes Können aufbieten, um auch vorne mit dabei zu sein. Und der das Ganze gebaut hat, zumindest erdacht hat, das ist Björn Klüter. Darf das Mikrofon einfach mal nehmen, damit wir unser Gespräch führen können. Erzählen Sie die Geschichte zu dieser Bahn, denn ja, die ist ganz interessant. Ja gut, also ich habe mit 12 Jahren einmal ein Kart bekommen und da man hier in der Region nirgendwo fahren konnte. Outdoor zumindest nicht, sind wir auf die Idee gekommen, mal selber so eine Anlage zu realisieren. Jetzt sind Sie nicht mehr 12, sondern Sie sind 32, das ist 20 Jahre her. Wie lange hat es gedauert, um diese Bahn tatsächlich zu bauen? Von der ersten Planung bis zum Bau waren es dann irgendwo 7 Jahre. Okay, so und jetzt, Sie haben eigentlich Industriekaufmann gelernt, ja. Aber im Grunde genommen umgeschult jetzt zum Mechaniker? Ja, Industriekaufmann, Mechaniker, eigentlich mache ich hier alles. Mechanik relativ einfach. Wir haben hier einmal einen hydraulischen Kartwagen, um auch die Karts in eine angenehme Arbeitshöhe zu hieven. Das wiegt 140 Kilo immerhin, ja. Ne? Ja. Das sind ja auch Werte. So ein Kart kostet ja fast 6.000 Euro. Da muss also schon auch alles passen, was Sicherheit angeht und dass es auch langlebig ist. Das heißt, Sie müssen das hin und wieder auseinanderschrauben, genau, und warten. Bauen, auch Wartung dran machen. Was ist das denn hier alles? Das sieht aus wie ein Rasenmähermotor. Wir haben hier einen Honda-Motor mit 9 PS, kommt aus dem Industriemotorensektor, ähnlich wie ein Rasenmäher, ja. Und dann haben wir hier das alles über die Achse und eine Scheibenbremse. Eine innenbelüftete Scheibenbremse, was heutzutage auch im Rennbereich eingesetzt wird, verbauen wir heutzutage auch auf dem Leihkart. Dankeschön, Herr Klüter. Und der Clou an dieser Geschichte ist, dass man hier sogar hin und her schalten kann. Also Gaspedal und Bremse sich individuell einschalten kann. Mit rechts Gas geben, mit links bremsen. Und einer, der sich da wunderbar mit auskennt, das ist der Frank Wallner, kommt aus Hiddenhausen, betreibt diesen Sport schon seit 15 Jahren. Und nicht nur im Hobbybereich, sondern Sie fahren richtig Rennen, ne? Ich fahre richtig Rennen, ja. 24 Stunden Rennen, auch Mallorca sind wir letztens gefahren vor 2 Wochen. Das merkt man schon sportlich. War Treppchen knapp verfehlt, ne? Treppchen knapp verfehlt, genau. 4. Platz, trotzdem Glückwunsch dazu. Wir haben mal so ein paar Fahraufnahmen gemacht, die wir uns gemeinsam mal angucken können, auch aus Sicht der Fahrer. Erzählen Sie mal, was ist so die Herausforderung bei dieser Strecke? Weil da gibt es ja auch den ein oder anderen kleinen Bums, sage ich jetzt mal. Also die Herausforderung ist, dass man die Ideallinie genau trifft, schön außen anfahren und dann innen halt immer rein. Im Trockenen, im Nassen sieht es dann wieder anders aus. Wie lange braucht man, um so richtig Vollgas geben zu können? Weil die Experten wie Sie, die fahren hier mit ungefähr 80 km/h. Ja, also ich würde sagen, da brauchen Sie schon ein paar Jahre, dass man richtig die letzten Zehntel noch rauskitzeln kann. Und jetzt mal für mich den ultimativen Tipp, wie ich gleich im Rennen bestehen kann. Wie man ein Rennen bestehen kann? Schnell fahren. Einfach schnell fahren. Wer bremst, der verliert. Genau. Und wenn ich Angst zeigen sollte, das kriegen die schon mit, ne? Ja, das kriegen die schon mit. Okay. Jetzt haben die sich schon aufgestellt. Ich gucke mal gerade rüber. Sie sind gerade dabei. Wir gehen mal gleich ins Rennen. Ich darf Ihnen mein Mikrofon hier mal geben, dieses Handmikrofon. Hier weiter hier über dieses Mikrofon und setze mir meinen wunderschönen blauen Helm wieder auf. Und Jungs, jetzt versäge ich euch. Helm auf, wie gesagt. Safety first. Und dann geht es hier auch gleich zur Sache mit diesem Rennkart. 9 PS und der Fuzzi vom Fernsehen, der braucht natürlich ein bisschen Vorsprung, weil sonst kann er ja nicht gewinnen, obwohl er die Startnummer 1 hat. Ich fahre jetzt einfach hier
verbotenerweise aus der Boxengasse raus, warte auf das grüne Ampellicht und dann habe ich, glaube ich, so um die 50 Meter ungefähr gefühlt Vorsprung und weg ist er. Ja, alle versägt. Und wenn Sie Spaß haben, können Sie auch dabei sein. Einfach mal hier vorbeikommen nach Kirchlengern. Oliver Köhler war das.